In diesem Video geht es darum, in einem HTML-Dokument die Laufrichtung von Text anders einzustellen, als wir es uns gewohnt sind, nämlich nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Und ich muss gleich vorausschicken, dass ich das selber so selten tue, dass ich hier auch nicht besonders sattelfest bin. Das heißt, wenn du es ganz genau wissen willst, musst du ein bisschen recherchieren und einfach experimentieren. Ich habe hier etwas Text vorbereitet, einen Paragraphen, den ich in einen Div verschachtelt habe, obwohl das eigentlich nicht nötig ist. Und ich merke gerade, dass ich hier auf der rechten Seite von früheren Versuchen noch zu viel Code drin habe. Es gibt hier gar nicht so viel Komponenten. Es gibt Text. Es gibt Regeln für den Body, und zwar, dass es keine Abstände geben soll, dass die Höhe so hoch wie der Viewport sein soll und einen schwarzen Hintergrund. Und dann habe ich Text zur Schrift, sage ich gleich noch etwas. Die Schriftgröße habe ich etwas hochgesetzt. Auch hier keine Abstände, eine Hintergrundfarbe und eine Schriftfarbe. Und die Hintergrundfarbe habe ich eingestellt, damit klarer wird, was mit dem Absatz passiert, wenn wir die Ausrichtung des Textes manipulieren. Als Schrift habe ich eine gewählt, die heißt Bungee, die gibt es bei Google Fonts. Gezeichnet hat sie David Jonathan Ross, das ist die Website für diesen Font. Insofern interessant, als hier alles auf der Horizontalen passiert. Das hat damit zu tun, dass dieser Font dafür gezeichnet wurde, senkrecht zu schreiben. Also inspiriert ist das durch Ladenschilder, Neonschilder von amerikanischen Getränkeläden. Und es gibt hier einige Beispiele, wie das eingesetzt werden könnte. Und es lässt sich damit auch waagrecht schreiben, natürlich. Aber die Zeichen sind alle gleich breit und geben schöne senkrechte Spalten oder Kolonnen. Ich habe das hier bereits eingesetzt. Du weißt, wie es geht. Du klickst auf Settings, wählst HTML und dann gibt es hier Stuff for Head und dort gehen die Google Fonts Snippets rein. Und dann kannst du in CSS mit der Eigenschaft Font Family diesen Font auswählen. Also ich gehe davon aus, dass ich möchte, dass dieser Text senkrecht hier steht. Wie geht das? Es gibt eine CSS-Eigenschaft, die heißt Writing Mode. Und ich kenne sie nicht so gut, ich muss es immer nachschlagen. Auch hier hilft MDN, Mozilla Developer Network, und dort gibt es eine Seite zu diesem Thema, die heißt Writing Mode, und dort gibt es ganz viele Beispiele, das kannst du dir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Es gibt hier relativ weit unten ein Beispiel mit einer Tabelle voll Text, und diese einzelnen Tabellenzellen werden dann in CSS mit dieser Eigenschaft Writing Mode eingestellt und es gibt hier dann jeweils zusätzlich noch Snippets für Browser, die das noch nicht unterstützen. Darum ist es recht viel CSS, ist dreimal so lange, wie eigentlich nötig wäre. Und hier siehst du das Resultat, weil das nicht jeder Browser kann, gibt es zuerst ein Bild vom gewünschten Resultat und unten kannst du vergleichen, ob dein Browser das dann wirklich kann. Und da siehst du auch bestimmte Anwendungsfälle, zum Beispiel mit chinesischem Text. Und auf der linken Seite steht jeweils der mögliche Wert für diese Eigenschaft Writing Mode und rechts siehst du dann das Resultat mit verschiedenen Schriftsystemen. Und du musst dann einfach herausfinden, was für deinen speziellen Fall jetzt notwendig ist, dass es dann so aussieht, wie du möchtest.
ich schreibe jetzt für diesen Selektor P eine Regel, in die Regel eine Eigenschaft, Writing Mode, und als Wert nehme ich Vertical Left Right, LR steht für links, rechts. Und jetzt siehst du, dass dieser Block, dieser Absatz sich komplett neu angeordnet hat. Die Hintergrundfarbe ist jetzt am linken Rand und der Weißraum ist auf der rechten Seite und nicht mehr unten wie vorher. Und der Text beginnt, wenn du vergleichst, hier oben steht als Gregor Samsa der Beginn der Verwandlung von Kafka, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Also, das beginnt hier und läuft dann nach rechts. Das heißt LR, von links nach rechts. Und wenn ich hier auf RL umstelle, dann beginnt der Text auf der rechten Seite, oben rechts, und läuft dann nach links, als Gregor Samsa und so weiter. Verwandelt steht dann links. Das ist jetzt beides nicht so ideal und die Frage ist, befinden wir uns im angelsächsischen Raum oder... Nein, das stimmt nicht. Weil es gibt ja den Unterschied mit den Buchrücken, ob die von oben nach unten oder von unten nach oben beschriftet sind. Wenn ich jetzt möchte, dass der Text von unten nach oben läuft, das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, wie das geht. Oder ich könnte natürlich, wie wir das gesehen haben, mit Transform bescheißen und sagen Transform Rotate 180 Grad. Und das ganze Ding ist deckungsgleich, das heißt, es merkt niemand, ob das auf dem Kopf steht oder nicht. Jetzt läuft der Text von unten nach oben und wenn ich von RL, wenn ich auf RL umstelle, dann sieht es für uns natürlicher aus. Aber das ist nicht das, was ich jetzt tun möchte, sondern was ich tun möchte, ist, die Bungee so zu benutzen, wie sie eigentlich vom Designer gezeichnet wurde. Das heißt, dass die Zeichen zwar, also die Laufrichtung des Textes von oben nach unten ist, aber dass die Zeichen 90 Grad gedreht sind. Und auch dafür gibt es eine CSS-Eigenschaft, die heißt Text Orientation. Und auch das kannst du in Mozilla Developer Network bequem nachlesen, wenn es dich denn interessiert. Ich persönlich will einfach Resultate sehen und ich schreibe Text Orientation Upright. Und jetzt steht dieser Textblock, läuft der Text von oben nach unten als Gregor, Samsa und so weiter. Aber die Zeichen wurden um 90 Grad gedreht. Und jetzt kann ich hier noch von RL auf LR umstellen und dann beginnt für uns besser lesbar der Text links oben als Gregor, Samsa und so weiter, von links nach rechts. Und alles andere ist dann ausprobieren, zum Beispiel, was passiert, wenn die Zeilenhöhe erhöht wird. Line Height 1,5. Das ist vielleicht etwas viel. Oder was passiert, wenn Letter Spacing, das ist der Abstand zwischen den Zeichen, wenn das auf zum Beispiel minus 1 Pixel gesetzt wird. Dann musst du halt solche Einstellungen machen und schauen, ob das aufgeht und so wird, wie du möchtest. Aber grundsätzlich sind diese zwei Eigenschaften hier, Writing Mode und Text Orientation, ganz interessant für plakativen Einsatz.